Sack. Oh. Ah! Wer der Weihnachtsmann oder was? Der Alte war mit seinem Sack. Leg dich mal hin. Leg dich mal hin. Wenn er dir Eis anbietet, sag nein. Mann, jetzt ist er weg. In der Straße gibt's einen Vergewaltiger. Oh, oh je. Also hat er mich schon vergewaltigt. Oh, nimm nicht die Schokolade an! Nimm nicht die Schokolade an! Ich will keine Schokolade! Aua, das tut weh! Yo! Da wird nicht diskutiert, wir gehen rein, raus, aus die Maus. Da wird alles mitgenommen. Ja, Mann. Am besten noch die Holzdinger, die Holztüren. Wenn wir eine Hexenleiche finden, dann die auch. Voodoo-Puppe. Hier ein Porno-Heft. Ich hab Bier für dich. Nein, Spaß. Alkohol ist nicht gut. Oh, kann man das Kissen mitnehmen? Nee. Mann, wer bewegt denn dieses Fläschchen hier? Das ist schon etwas komisch. Wahrscheinlich der Wind. Hallo. 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 Ich muss kurz. Hier wird alles mitgenommen. Scheiß drauf. Pupus gibt es nicht. Ja doch. Die gibt's. Pipi machst du, wenn du pinkelst, und Pupu machst du, wenn du groß machst. Nein, Spaß. Der Geist geht auf die Bühne und schreit Berlin Labt, oder was? Der Geist geht auf die Bühne und schreit. Was allerdings nie passieren wird, weil es keine Geister gibt. Na. Geister sind erfunden. Genauso wie Einhörner. Oh, da hab ich wohl meinen Schatten gesehen. Ich hab mich vor meinen eigenen Schatten erschreckt. Wie behindert bin ich? Hä? Wieso ist denn hier? Achso, das ist neu. Oh Mann, das Radio ging von sich alleine an. Wahrscheinlich nur der Wind oder ein Staub. Kack. Der darauf hingeblieben ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Pipi-Pupu war das nicht. Ein Heftchen. Ah, ich muss mal richtig geile Musik anmachen. Das war keine Russmusik. Mach mal Ivan Polka leiser, weil dann hört man nicht sehr viel in der Folge. Auch nicht mein Kampfschrei. Wenn zum Beispiel mal ein Dieb uns angreift. Alles klar, Adrian, der neue Star auf meinem YouTube-Kanal. Fresh. Ey, schaut mal, Leute. Da hat wahrscheinlich jemand mal Chicken Wings gegessen oder so. Ja, oder vielleicht war das der frühere Inhaber, der an diesem Knochen gestorben ist. Oh, Temperatur. Wir suchen hier nicht nach Beweisen. Wir beklauen den. Mann, ist hier kalt. Na okay, das ist. Ich geb zu, das ist ja auch ein altes Haus und irgendwie sehe ich hier. Doch, hier ist eine Heizung. Ja, die funktioniert wahrscheinlich nicht. Muss ausgesetzt werden, ausgetauscht werden. Ist vom Laster gefallen, können wir mitnehmen. Einfach die Heizung weggenommen. Ist vom Laster gefallen. Ey, Adrian, mega gut. Oh, das ist was für mich. Was? Was? Ich hab nichts gesagt. Oh. Oh Mann, der Wind ist ja so laut heute. Hey.
Ja, es ist eine kalte Nacht, deshalb ist das Wohnzimmer auch so kühl. Ja! Der Wind ist heute mal so schnell. Wow. So was kalt. Ist zwei Frauen eine Bildungsbrücke. Oh nee. Ey, was soll das? Ach so! Ah ja, hier. Die Lichter flickern deswegen, weil wir hier schütteln müssen. Ja, schüttel. Die Batterien. Das sind die Batterien. Ja, die Batterien. Schüttel. Ja, Batterien, Digga. Die... Oh, Hände sind vor meinem Gesicht. Oh je. Ja, das ist... Oh, wer ist da? Der alte Mann mit seinem Sack. Oh. Ah. Wer, der Weihnachtsmann, oder was? Der alte Mann mit seinem Sack. Leg dich mal hin. Das muss ich klippen. Leg dich mal ein bisschen schlafen. Lieber Uwu-Mann. Ja, brav, hat sich schön hingelegt. Mann, Steven, warum verfolgst du mich denn? Halloween. Nein, Spaß. Ich glaube, das ist der Weihnachtsmann, der will dir ein Geschenk bringen. Das glaube ich auch. Der alte Mann mit dem Sack. Oh Mann, ey. Ich hab dir aber einen Teddy mitgebracht. Ich weiß, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Aber ich bring den Teddy mit. Danke. Ich nehm mal eine Schlafpille. Ich bin ziemlich müde. Ja, und ich nehm ein bisschen Diazepam. Du weißt ja, ich bin schwerer Alkoholiker. Ja, kann ich verstehen. Bisschen zur Beruhigung. Ich nehm eine Schlafpille. Mir ist ziemlich müde. Ah, ja. Scheiß drauf. Dann geht's weiter. Kann man nichts machen. Leben ist hart und ungerecht, oder Adrian? Ich will ein Foto von dem Weihnachtsmann machen. Scheiß auf den Weihnachtsmann, den gibt's nicht. Alter, wie geil. Ach, den gibt's. Ich hab Schritte gehört. Oh je. Ich hab Schritte gehört. Ich nehme hier einfach alle. Oh, hier ist schon wieder Alkohol. Ich hab zu viel Alkohol getrunken. Ich flieg hier jetzt gerade so oben. Wenn du willst, kannst du ein Foto von mir machen. Dann weiß es auch die Polizei. Ja, okay. Glaube ich auch. Ich hab hier gerade einen Windzug gehört. Der hat sich so angehört. Oh. Abenteuer mit dem alten Sack. Also mit den Batterien müssen wir auf jeden Fall noch mal was machen. Ja, müssen wir auf jeden Fall. Hallo Weihnachtsmann, hallo! Oh, er geht wieder runter. Was bist du denn für ein Idiot? Warum flackerst du so? Oh, was hast du für eine tolle... Hast du zu viel Bier getrunken oder polnisches Bier oder Wodka oder so? Oh, das ist Mann, der Weihnachtsmann mag sehr gerne unsere Batterien zu zerstören. Ja, der Weihnachtsmann hat ja auch so eine schöne Axt. Oha, schön. Adrian, vielleicht ist es gar nicht der Weihnachtsmann, vielleicht ist es Joali. Sack gehabt, also ich weiß ja nicht, oh, er geht auf den Dachboden. Ist jemand auf dem Dachboden? Ich glaube, er will dich besuchen. Wenn er dir Eis anbietet, sag nein! Oh ja. Mann, jetzt ist er weg. Ich wollte so gerne Abenteuer mit ihm erleben. Das ist jetzt richtig schief gelaufen. Also ich lebe ja. Adrian, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwo hier in der Straße gibt's einen Vergewaltiger. Oh je.
Nee. Also hat der mich schon vergewaltigt oder was, während ich geschlafen habe oder was? Ja, genau. Oh Gott. Naja, das musst du wissen. Hier ist noch eine Puppe. Nicht. Nimm die Puppe mit. Oh, du magst die Puppen, wa? Oha, eine Voodoo-Puppe, bist du wahnsinnig. Oh, er rennt. Ey, da war gerade der Weihnachtsmann, der ist von mir weggelaufen. Voll der Ehrenlose. Schäb dich mal, du schenkst mir drei Geschenke und dann warst du Thomas. Nimm nicht die Schokolade an! Nimm nicht die Schokolade an! Ich will keine Schokolade! Aua, das tut weh! Okay, ich will niemals in dieses Haus kommen müssen. Boah, mir ist so müde. Ich glaube, es geht nicht gleich hin. Mir ist so müde gegangen. Boah. So, jetzt habe ich posttraumatische Belastungsstörung, weil ich wurde vergewaltigt. Das reicht erstmal. Wir haben ihn ganz ausgebrochen. Kann mir der Wind bitte helfen, alles hier reinzupacken? Natürlich. Das ist schwer. Natürlich. Ich will keine Schokolade. Ich weiß nicht, in diese Straße kommen sollen. Ja, war. Das ist nicht der Weihnachtsmann. Klippt ruhig. One man to God. Auf jeden Fall schon gut, das werde ich machen. Warte, ich muss mir das aufschreiben. Irgendwann 16 Uhr haben wir angefangen. 16 Uhr sag ich schon. 16 Minuten, Start. Bis 32. Boah, ich muss aufpassen bei YouTube, Alter, was wir da teilweise für Scheiße erzählen, das Dings. Dass ich nicht einen Strike bekomme oder so. Ich will keine Schokolade. Adrian, nimm keine Schokolade an. Nimm kein Eis an. Oh Mann, ey. Dudeltag. Hallöchen. Die polnische Besatzung beschwert sich, dass sie klauen? Naja, ein bisschen. Hast du das gerade gesehen, Alter? Wir haben richtig gut geschauspielert. Ich hab VR-Chat gespielt. Ich hab schade. Dazu geguckt. Ja, aber den Clip an, bitte. Welchen denn? Es gibt mehrere hier. Wir haben so getan, von wegen Dings. Ach, Geister gibt's nicht, komm, wir räumen hier alles aus. Und dann. Es sind Alter. Und dann hier der Uwe-Mann sagt so von wegen, ich glaube, ich habe den Weihnachtsmann gesehen. Ein alter Mann. Ein alter Mann mit einem dicken Sack. Ich meine so, das ist nicht der Weihnachtsmann. Adrian, nimm kein Eis an. Das ist ein Vergewaltiger. Scheiße. Wie nennt man den Deutschen im All? Das ist schon gut, Alter. Dann mach ich auf jeden Fall ein Video draus. Wer hält denn da und die Hände vor meinem Gesicht? Oh, es ist der alte Mann mit seinem alten Sack. Cool. Wollen wir noch eine Runde noch drehen? Ja, wir sind noch gerade in der Runde. Gleich. Ich hab einen Clip erstellt. Ich will keine nur Schokolade. Das ist nicht der Weihnacht. Ich will keine Schokolade. Ja, ich hab Weihnachtsmann falsch geschrieben, aber wen juckt's? Das ist nicht der Weihnachtsmann. Ich will keine Schokolade. Das ist nicht der Weihnachtsmann. Ich bin halt auch der Knaller, wa? Also bescheuert, das geht überhaupt nicht. Geil, oder? Oh, ich muss pissen, ich geh kurz weg. Nimm nicht die Schokolade!
Kann mir der Wind eigentlich wieder mal helfen ein bisschen? Ja, ja, der Wind ist schon hier. Oh Gott, oh Gott. Das ist keine Schokolade. Ich will keine Schokolade. Gott sei Dank habe ich nur 4 Taschenlampen mitgenommen. Scheiße. Egal, nächstes Mal nehmen wir nochmal Sanity-Pillen mit. Sicher, einmal sicher. Schlaftabletten. Ich nehme die Diazepam mit, du weißt. Falls ich ein bisschen zu viel trinke. Das wird auf jeden Fall ein lustiges Video. Das ist keine Schokolade. Nee, warte, ich will keine Schokolade. Das ist doch Marzipan. Aber ich weiß schon, wenn ich oh, dann. Schade, dass gerade keiner zuguckt. Ich glaube, jetzt würden die Leute sich richtig kaputt lachen, was wir hier für eine Scheiße treiben, ey. Er meint, er muss kurz. Leute, pipi. Schaut mal, diese Teddybären wollen mich umbringen. Diese Teddybären wollen mich umbringen. Alter, der lasst den Teller. Yeah. Ja, Mafia-Hut, Mafia-Hut. Mafia-Hut 1, Mafia-Hut 2. Wie bitte was? Und Wodka-Fläschchen. Nein, Steven, es tut mir leid. Der Hackebeil. Was machst du da? Das ist der Mafia-Teddy, Alter. Gib nicht die Schokolade an. Nimm nicht die Schokolade an. Das sind, Adrian, das sind keine Schokobonbons, das sind haarige Eier von einem alten Mann. Sag mal, ist jetzt irgendwann die Lobby frei oder so? Nö. Wie geil der aussieht, Alter, der größte Gangster. Die basteln gerade an so einem Teddy rum. Halt nicht. Nee, okay, Leute, lasst losfahren, scheiß drauf. Dann machen wir gleich noch eine Aufnahme. Ey, wir sind so doof, Junge. Ihr könnt ja diese Aufnahme nehmen. Solange du stirbst, dann einen Cut rein. Und dann sagst du einfach. Dann, also halt, dann schneidest du direkt zur nächsten Runde, wo wir aus dem Van raus schon sind. Und dann sagst du einfach. Nachdem ich vergewaltigt wurde, lief es nicht sehr gut. Hoffentlich läuft es dieses Mal besser. Die Frage ist, warte mal, bitte, stopp. In der Lobby ist es immer so laut. Probier mal in der Lobby ein bisschen leiser zu werden. Bitte. Warte, ich muss ein bisschen was nachkaufen. Ach, ich hab kaum Geld. Ey, Uwe, Mann, bitte! Nicht in der Lobby. Das ist immer übelst laut. So, jetzt kannst du reinkommen. Ist ja doch. Ach so, das ist doch schön. Man treibt doch nicht so. So, Sanity-Pillen. Wie viele haben wir? Ja, das läuft. Warte. Ah, ihr habt gesponsert. Dankeschön, das ist nett. Profi. Geister gibt's nicht. Ja, also sobald ihr in der Lobby seid, bitte in-game runterdrehen. Dann reden wir über Discord. Der Geist wird sowieso uns umbringen. Ja, aber irgendwie funktioniert das bei mir noch nicht. Also Steven, du weißt, was wir machen. Wir gehen aus dem Van raus. Und dann direkt Cut zu der nächsten Runde. Und dann, nachdem ich vergewaltigt wurde, lief es nicht sehr gut. Aber hoffentlich läuft es diesmal besser. Wir haben noch einen vierten dabei. Guck da, Dragon. Und dann ist von hinten
Steven, dir ist schon klar, dass wir uns wieder einen Job ausgesucht haben, wo dein Vergewaltiger hier wohnt. Ja. Okay. Abgemacht. Okay. Oh, jetzt hab ich echt den Kackhals, Alter. Rachrib, Alter. Du fährst bei den. Hey, was machen wir hier für ein Video, Alter? Okay, warte, das wollte ich mal kurz aufschreiben. 41 Sekunden. Stumm schalten. So. Moin Meister! Moin Meister! Rede nochmal. Komm her, Baby, nein Spaß. Komm her, Baby, was von dir? Nein! Lass mal den Pose. Weißt du was, ich spiele das jetzt wirklich vor. Als ob ich in den Arsch gefickt worden wäre. Jetzt sei mal kurz ruhig. Oh, Leute, also die letzte Woche, die war nicht so gut. Ich weiß nicht, was der mit mir gemacht hat. Irgendwie blute ich immer aus dem Po. Oh. Ja, das ist genau das gleiche. Ja, Steven, dir ist schon klar, dass du wieder eine Straße ausgesucht hast, wo ein Vergewaltiger noch wohnt. Was für ein Vergewaltiger? Guck dir mal das Haus an, das ist doch wunderschön. Ja, aber Street ist dafür bekannt, dass es hier sehr viele Vergewaltiger gibt. Das ist nicht sehr gut, oder? Was ist denn hier los in dieser Straße? Ich hab keine Ahnung, das ist glaube ich, keine Ahnung, die Willi-Straße oder so, keine Ahnung. Die Schlongus-Longus-Straße oder was? Ja, Schlongus-Longus in dein Analtrakt. Ja. Ich verstehe da auch nur Bahnhof, so fähr mit dem Fahrzeug einfach rein. Also wie gesagt, ich bin gerade. Hier gibt es dich zu sehen. Hier gibt es dich zu sehen. Ich bin gerade ein bisschen langsam unterwegs, weil, wie gesagt, letzte Woche, ich weiß auch nicht, was der da mit mir gemacht hat. Nachdem. Ich leuchte deswegen so langsam, weil ich Durchfall habe. Und da kommt immer Rot raus. Oh! Was höre ich denn da? Ah, da hat jemand wahrscheinlich eine Verstopfung. Genau. Hört ihr das? Wollen wir mal die. Wir sind ja Mechaniker. Ja, lass sie mal schließen. Was ist jetzt eigentlich die Sache? Was machen wir bitte? Wir machen wieder in den polnischen Geistertrupp. Wir nehmen einfach das Haus auseinander, scheißen komplett auf den Geist und fahren nach Hause. 30 Slotti auf dem Polenmarkt, was läuft? Geil. Ja, da habe ich jetzt auch wieder total Bock drauf. Mann, wir Schauspielern ein bisschen. Diesen Part cutten wir raus. Ja. Ja, ich. Oh, hier war ein bisschen Licht. Licht, sag ich schon, Luft. Und hier ist eine Schublade aufgegangen. Schublade. Ja, da war ich schon drin. Wie, ist er jetzt weg? Hat er jetzt keinen Bock mehr oder was? Der ist einfach nicht reingegangen und ist weg. Okay. Oh, das tolle Bild ist abgefallen. Oha, ich wette, das war da. Pech gehabt. Was ist denn das hier? Ein Freund von uns ist abgehauen, weil er gehört hat, dass wir hier einen Vergewaltiger haben. Und das ist nicht sehr gut. Was ist eigentlich diese. Ich glaube, hier hat jemand Kakao in. Das Badedingsbums reingemacht. Oh, guck mal, ich habe hier schöne Schuhe für deine Mom. Hey, guck mal auf die Treppe. voll das Transport. Guck mal, voll edel, wie für eine Dame. Live. Ey, Steven, wir begleiten dich
laufe nicht mehr die Treppe runter. Ich schmeiß einfach alles runter von der Treppe. Ja, aber passt auf! Ein Fenster könnte auf sein oder der Vergewaltiger könnte hinter der Tür lauern. Du und dein Vergewaltiger? Sowas gibt's nicht. Okay, sowas gibt's schon, aber. Ich hab eh schon hier hinter der Treppe gehört. Guck mal, die ganze Zeit ist es ruhig hier. Guck mal. Oh, hier sind auch ein paar Damenschuhe. Die Sache läuft. Oh, hier sind nochmal die Boys. Ey, Jungs, ich hab für beide von euch Dings. Damenschuhe. Also, ihr tragt die nicht, sondern das ist ein Geschenk für Dings. Wir haben ja in 4 Tagen Valentinstag für Mama, du weißt schon. Oh, hier ist eine Kaffeetasse. Die nehmen wir auch mit. Cola? Brauche ich jetzt für Cola in Waschbecken. Oh mein Gott, Cola in Waschbecken. Ja, das brauche ich jetzt ultra hart, ich penne gleich ein. Putz. Oh Mann. Trink einen grünen Tee. Oh. Irgendwas stimmt schon wieder mit den Batterien nicht. Ja, irgendetwas stimmt. Wer hat denn da 200 Kilo Hantelbank trainiert? Ja. Schüttel. Schüttel. Da hat aber jemand 100 Kilo Kampfgewicht oder was? Adrian, hast du dein Rührei gegessen? Ja. Feini. Nein, der Vergewaltiger! Oh mein Gott! Oh nein! Pass auf, sie wird dir